schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge, oh, ich freue mich schon so, die mit dir jetzt zu teilen, habe ich einen wundervollen Gast im Interview und zwar Maxim Mankewitsch und wir gehen richtig tief in das Thema Spiritualität, wir sprechen über Füllebewusstsein, Mangelbewusstsein, wir sprechen darüber, wie du in Verbindung gehen kannst mit dieser Quelle, die uns alle miteinander verbindet. Wir sprechen über die Genies auf dieser Welt und was die anders gemacht haben. Und ja, es ist ein Interview voller Liebe, voller Inspiration, voller Tiefe, voller Freude, voller Begeisterung. Und ja, du merkst es an mir gerade. Ich bin immer noch voller Begeisterung von dem Interview. Und ich freue mich wahnsinnig, es mit dir zu teilen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los und auf geht's. Ich freue mich riesig, heute einen ganz wunderbaren Interviewgast zu haben, den ich auf eine ganz lustige Art und Weise kennengelernt habe. Über das Universum sind wir quasi zusammengeführt worden und wir erzählen gleich mal die ganze Story, aber erstmal hallo Maxim. Hallo liebe Laura, hallo alle Zuhörer da draußen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit dem Interview zwischen uns. Ich kann ja einmal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und dann starten wir mal mit deiner Story. Und zwar war es so, wir kannten uns beide nicht, wir kannten uns nur irgendwie, weil Maxim ist eben auch Trainer und Coach und macht Seminare und irgendwie hatte man sich gegenseitig so auf dem Schirm, aber wir hatten uns eben noch nie persönlich getroffen. Und dann waren wir beide in einem Seminar, auf einem Seminar im Mai, in Berlin. Und ich saß auf einer Parkbank in der Pause und habe irgendwie in meinem Tagebuch geschrieben und Musik gehört. Und irgendwann saß der Maxim plötzlich neben mir, aber ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich so voll in meiner Welt war. Und irgendwann hast du mich dann irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Wahrscheinlich irgendwas zu einem Seminar. Kannst du dich noch erinnern, was du mich gefragt hast? Ja, da war eine Frau, glaube ich, zwischen uns. Die hat sich dazu gesetzt und sie hat uns in eine Art Gespräch verwickelt. Und dann dachte ich, es ist unhöflich, dass ich die ganze Zeit so wir reden und du hast immer wieder rübergeschaut. Und dann habe ich dich, irgend sowas, ja. Also genau. Und es war ganz lustig, weil irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und man merkt ja immer ziemlich schnell, wenn man irgendwie auf einer Wellenlänge ist oder so auf einem Vibe. Und irgendwann war es dann so... Meintest du dann irgendwann, ne, bist du Laura oder du irgendwie warst so, ich kenne dich oder ne, irgendwie so war es dann. Aha, und dann war es irgendwie ganz lustig, weil wir dann beide irgendwie eigentlich gecheckt haben, wer wir sind, weil wir uns irgendwie nie wirklich so gesehen hatten. Und genau, und dann sind wir in Kontakt geblieben und haben uns dann jetzt überlegt, dass wir gerne ein Interview für euch machen wollen. Und deswegen erstmal vielen Dank, Maxim, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Wow. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe Laura. Magst du mal den Hörern erzählen, wer du bist, was so dein Weg war und ja uns einfach mal so ein bisschen in deine innere Welt vielleicht gerade auch reinholen? Wo steht Maxim gerade in seinem Leben? Oh, das ist eine sehr kluge, auch eine sehr, sehr tiefe Frage. Ja. Und das ist cool, dass ich bei dir komplett ich selbst sein darf. Ich werde auch immer wieder in Business-Podcasts interviewt und ich spüre, die Menschen haben ihren Zugang zur Spiritualität noch nicht ganz gefunden. Du gehst direkt in die Tiefe. Gefällt mir. Ja, willkommen im Podcast von mir. Ja, keine halben Sachen. Ja, die Masken ablegen, du selbst sein, dein inneres Kind strahlen, sehen, die Leichtigkeit des Seins genießen. Maxim ist ein junger Mensch, der hat schon sehr, sehr viele Dinge erlebt. Ich habe schon viele Dinge wirklich auf die Fresse geflogen im Leben. Ich habe eine Kindheit, die ist außergewöhnlich gewesen, weil es nicht so schön, sondern eher das Gegenteil, im Ausland, in der heutigen Ukraine bis zum 12. Lebensjahr. Mhm. Ich bin dann hergekommen, habe dann den klassischen Weg gemacht, Studium, Abi gemacht, Studium, BWL-Kaufmann, ein bisschen Ausland mit eingebaut. Und dann irgendwann festgestellt, so, hey, wer bist du denn wirklich? Und durch diese Festanstellung, die ich damals durchgezogen habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, du prostituierst dich, du verkaufst dich nicht oder du lebst nicht das aus, wofür du angetreten bist, sondern du tust etwas, was im Außen fremdbestimmt, dir angehängt worden ist. Und weil ich diese arme Kindheit hatte im Ausland, und mit arm meine ich jetzt, das ist keine Floske oder ähnliches, sondern es gab Tage, da haben wir schwarzes Brot von Nachbarn geliehen bekommen, haben es mit Knoblauch gerieben, das war ein Rattenloch. Eines Morgens stand ich als Schüler, 6, 7 Jahre alt, ging aus der Tür raus, das war im Keller, lag da ein toter, nackter Mann vor der Tür und all diese Dinge haben allerdings dazu geprägt, dass ich heute aus einer anderen Perspektive die Welt sehe und aufgrund dieser
Glaubenssätze aus der Kindheit, nicht Geld genug zu haben, im Mangel, in der Sicherheit, habe ich immer die Sicherheit gesucht. Und irgendwie, manchmal hilft das Universum nach, wenn du nicht deinen Weg gehst. Und dann wurde ich wortwörtlich in die Selbstständigkeit gedrängt, geschubst. Und daraus sind dann außergewöhnliche Dinge in den letzten 3-4 Jahren entstanden. Und heute darf ich aufgrund dessen, dass ich den Weg selbst gegangen ist, bin, durch diese Frustration, durch die Inspiration von außen, habe von sehr, sehr vielen klugen, weisen Menschen lernen dürfen, spirituellen Menschen, meinen eigenen Weg zu erschaffen heute und Menschen zu unterstützen, ihren Weg zu finden, von der Bühne aus in Form von Vorträgen oder Seminaren bei Erfolgsmaster oder wenn der Kunde bucht und etwas über geniale Persönlichkeiten erfahren möchte. Das war's. Wahnsinn. Also allein da war jetzt schon so viel drin. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Und du hast gerade gesagt, du hast es geschafft, aus dem Mangel und aus der Sicherheit rauszukommen. Ich glaube, das ist was, also natürlich ist es extrem, wenn man in der Ukraine groß wird als kleiner Junge und in so einer Armut groß wird. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Mangel, als den man vielleicht jetzt in Deutschland erfährt. Allerdings, glaube ich, ist es auch so, dass ja dieses Gefühl von Mangel nicht immer unbedingt nur mit monetär zusammenhängt, ja, oder mit wirtschaftlicher Sicherheit, sondern oft kann ja auch ein emotionaler Mangel entstehen, dass du das Gefühl hattest, du wurdest nicht genug geliebt oder du wurdest verlassen, du wurdest verletzt. Also das Gefühl von Mangel ist ja eigentlich immer dasselbe, nur dass es sozusagen unterschiedliche Ursachen dafür gibt. Und ich glaube, dass viele Menschen dann auch lange in diesem Mangel bleiben und, wie du gesagt hast, dann immer diese Kontrolle suchen und diese Sicherheit suchen, um diesen Mangel halt irgendwie zu füllen, ne? Um diese Leere, die ja irgendwo gefühlt in einem ist, immer wieder versuchen voll zu machen, indem man festhält. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die jetzt gerade auch zuhören, die sagen, ja, ich bin vielleicht nicht in der Ukraine groß geworden, aber ich kenne dieses Gefühl von Mangel. Ich kenne dieses Gefühl von, ich bin nicht genug oder ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Liebe, ich habe nicht genug Gesundheit, vielleicht nicht genug Geld. Was ja einfach so eine Illusion ist, ne? Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Aber was hat dir geholfen, gerade wo das auch so extrem war dann bei dir, da rauszukommen? Oder jetzt würdest du sagen, du hast es geschafft, so mental, emotional in Fülle zu leben? Oder im Englischen sagt man immer so schön in Abundance? Ah, wunderschön. Wundervolle Frage. Heute definitiv. Ganz sicher. Heute dieses spirituelle Bewusstsein, dass wir wirklich hier auf einer Durchreise sind. Wir sind so kurz hier auf der Erde und dann verschwinden wir wieder und dann irgendwelche andere Dinge im Außen tun, aus Mangel denken, nur um irgendwie zu substituieren, also eine Ersatzbefriedigung sich suchen, um das Gefühl zu haben, ich bin was wert. Und viele suchen es im Außen, ne? Suche nach diesem Schalter im Außen, meine Kleidung, mein Boot, mein Haus, mein Auto, diesen ganzen Mist. Ja. Und einige wenige, die das Ganze durchhaben, spüren, das ist noch viel mehr und die begreifen und deswegen auch alle großen Denker von innen heraus die Freude am Erschaffen, dieses Flow entsteht durch dieses, die haben das ja gemessen bei großen Künstlern, dass sie beim Malen, beim Zeichnen dieses Glücksgefühl hatten und kaum war das Bild zu Ende, haben sie es zur Seite gestellt und nie wieder angeschaut, weil plötzlich es ging nicht um das Bild, es ging um den Erschaffensprozess. Ja. Um deine Frage zu beantworten, was mir sehr geholfen hat, war Inspiration im relativ frühen Alter wahrscheinlich, weil ich hatte damals, klar, asoziales Umfeld, also es waren wirklich da Ghetto-Kids, wenn heute jemand in Deutschland redet, bin im Ghetto aufgewachsen, denke ich mir innerlich so, nein. Glaub mir, du weißt nicht, was es ist. Also da waren 6- bis 12-Jährige schwarz bekleidet, die Schimpfwörter, die Alkohol gesoffen haben, die Drogen in Massen konsumiert haben, die ganze Busse überfallen hatten. Ich weiß, nach dem Theater, meine Mama war Schauspielerin, sind wir nach Hause gefahren mit dem Bus. Und dann haben wir uns schon vorher geduckt, weil wir wussten, gleich kommen die Steine, die auf den Bus geworfen werden. Und dann wussten wir haben da noch 200-300 Meter zu laufen nach der Busstation und haben gehofft, dass die da nicht in Scharen da Jugendliche, keine Ahnung, also gefühlt ab 6 Jahren alt bis zu 20, dass sie da in Scharen mit 20, 40 Mann da über einen rennen und dann alles einem klauen und zusammentreten. Und aus dieser Situation heraus, durch diesen Schmerz, das Leben aus einem anderen Winkel zum einen zu begreifen und gleichzeitig sich selbst nicht zu ernst nehmen. Und wenn du das praktisch erfährst, dann hast du die Möglichkeit, viel, viel
eher aus einem anderen Bewusstseinszustand vielleicht auf die Dinge zu schauen. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Ich habe da jetzt direkt noch eine Frage zu. Und zwar, was war der Moment, wo du dieses Erwachen hattest? Was war der Moment, wo du gemerkt hast, ich habe mir irgendwie mental diesen Mangel zusammengezimmert in meinem Kopf, mhm, und ich bin am Kontrollieren und ich bin die ganze Zeit auf der Suche, mhm, nach Sicherheit im Außen, um das, mhm, zu kompensieren. Gab es einen Moment, was war die Erfahrung für dich, wo sich, mhm, das gedreht hat in dir? Mann, du stellst richtig gute Fragen, Laura. Danke. Richtig gut. Also wow, Chapeau, sehr cool. Aber ich finde dich so spannend, weißt du, ich finde es so spannend, ich was du erzählst. Ich mag dich auch, ja. Weil das so, das ist geil. Okay, cool. Also ich würde sagen, das war nicht unbedingt ein Moment, sondern das war so ein, das Universum haut dir immer wieder bestimmte Aufgaben vor die Füße und das wird immer intensiver, ja, bis du es nicht endlich aushältst. Bis du es nicht mehr ignorieren kannst. Ja. Genau das. Und das wird dich immer mehr weiter prüfen. Und die Frage, die sich mancher Zuhörer da draußen stellen kann, ist, welche Aufgaben stellt dir das Universum immer wieder für die Füße und sagt dir, hey, löst die Hausaufgaben, damit sich auflösen kann. Und die meisten ignorieren so lange, bis es dann ja schmerzhaft ist. Und bei mir war das derart, dass ich halt den klassischen Weg gegangen bin, aus Mangeldenken, aus dieser Sicherheit. Ich habe eine Mama, die immer noch sehr sicherheitsbezogen denkt, mhm, und das spiegelt auch ihr Kontostand wider. Mama, ich liebe dich über alles. ich hoffe, sie hört diesen Podcast nie. Und aus diesem Mangeldenken heraus erschaffen wir die Welt. Es ist ja, wie, ja, du sagst schon, es ist ja alles Energie. Und es, ja, bist du im Fluss oder bist du im Mangel? Und ich glaube, ich habe diesen sicheren Weg gewählt, mein Abi gemacht, dann Studium, BWL, Diplomkaufmann. Das war nie meins. Aber ich habe da mich halt gezwungen, das durchzuziehen, weil ich sagte, komm, Maxim, sicherer Job. Und dann habe ich auch zwei Festanstellungen gehabt. Und irgendwann in der Festanstellung habe ich dann gemerkt, mir ging's so dreckig. Ich hatte manchmal so stressige Tage von außen, von Kollegen gehabt bekommen oder von einer Kollegin. Bin dann nach Hause gekommen und musste mir erstmal eine halbe Flasche Wein geben, weil ich gemerkt habe, ich bin so fremdbestimmt. Ich werde die ganze Zeit nur dominiert. Maxim damals war noch ein introvertierterer Mensch, als er heute ist. Und ich habe die ganze Zeit eine Fresse gehalten und war, wenn du unsicher bist, dann entweder rastest du aus, das ist, ja, die eine Möglichkeit, oder du gehst komplett nach innen. Und genau, und ich war dann nur noch extrem höflicher und dann haben sie mich schon wegen meiner extremen Höflichkeit kritisiert. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt so, ey, das gibt's doch nicht. Und dann wurde ich einmal gefeuert. Ich habe dann ein super Zeugnis bekommen, einfach nur, weil die eine Kollegin mich nicht mochte und die Chefin musste sich entscheiden und die Kollegin war schon 30 Jahre da, mhm, ich erst 3 Monate und dann durfte ich gehen. Und dann habe ich eine ähnliche Erfahrung dann nochmal gemacht und da dachte ich, diesmal bist du klüger und nimmst etwas mit Seminaren, Trainings, weil ich da eine Ahnung hatte, dass es mir eine Freude machen könnte. Und am Ende habe ich deinen zweiten Job dann auch nur Excel-Tapeten gehackt. Hm. Und im Außen heißt das Projektmanagement und war sogar 2-mal im Ausland. Und vom Außen, vom Geld, vom Dienstauto würden alle sagen, hey, Überflieger, dem geht's gut, High Potential. Und ich habe innerlich gespürt, fuck nein, du lebst einen faulen Kompromiss, Maxim. Und manche einer, der da draußen zuhört und sich morgens die Zähne putzt mit einer Zahnbürste und diesen Moment kennt, diese Bruchteil der Sekunde, wenn du dich selbst dabei ertappst, dass du in irgendeinem Lebensbereich gerade einen faulen Kompromiss lebst. Mhm. Und wir wissen diese Dinge und wir verdrängen sie so lange, bis es irgendwann nicht aushaltsam ist. Egal, ob es Gesundheit, egal, ob es beruflich ist, ob du dich in deiner Beziehung gerade spürst, da läuft gerade etwas schief. Allerdings, du sagst, irgendwie passt das schon. Und wenn wir die Dinge nicht angehen, dann passiert nichts. Niemand kann etwas tun, außer dir selbst. Und wenn du es nicht tust, dann wird es niemand anderes tun. Und ich durfte das auf schmerzvolle Art und Weise lernen. Und bin heute umso dankbarer dafür, dass ich da gedrängt worden bin, vom Universum geschubst worden bin, wortwörtlich. Wahnsinn. Also da waren gerade auch wieder so viele wichtige Sachen drin, die du gesagt hast. Das eine, was, glaube ich, so ein Kernelement, mhm, war, du bist irgendwann dann doch aber auch, du hast begonnen, dir irgendwann auch die Frage zu stellen, was macht mir Freude, oder? Also, mhm, weil du meinst dann immer mit Training, Seminaren, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ein bisschen klüger als vorher. Mhm. Wohin, mhm, zieht mich so meine Freude auch und meine Begeisterung, oder? War das so einer der Dinge, wo sich dann schon mal was verändert hast? Also so weg von Sicherheit, mhm, hin mehr zu Freude, zu Begeisterung von Themen? Mhm. Immer mehr, du sagst es, absolut richtig. Und mehr, also eher hinzu statt weg von. Allerdings, es war vor allem allerdings der Schmerz, die Frustration, ja, nicht gesehen worden zu sein. Ich erinnere mich an in diesem zweiten Job, von dem ich berichtet habe,
der Trainingsseminare und ähnliches macht. Ich bin dem Chef da 2-3 Monate, also wortwörtlich, habe ihn da jedes Mal angebettelt, nicht Seminar machen zu können, sondern einfach mal mitkommen zu dürfen, um ihm zu schauen über die Schulter, wie er das macht. Ja. Und dann hat er jedes Mal versprochen und gesagt, Maxim, mach ich, ist super, endlich mal nicht alleine Auto fahren. Und ich war trotzdem die ganze Zeit nur vor der Excel-Tapete und habe da irgendwelche Formeln gebastelt, die nichts mit mir zu tun hatten. Ja. Und irgendwann werde ich nie vergessen, ich habe Diplomkaufmann gemacht und da ging es meine Diplomarbeit zum Thema Führung, Leadership. Und ich weiß noch, der Chef kam damals an einem Tag rein und wir waren zu dritt im Büro, also ein junger Kollege, der einen Monat vor mir eingestellt worden ist, in meinem Alter, und dann die Chefin, die rechte Hand vom Chef. Und da kommt der Chef rein und sagt, Freunde, ich habe ein Seminar oder ein Workshop zu vergeben, Dauer 2 Stunden, Thema Führung, und ich habe keine Zeit an dem Termin, wer hat denn von euch Lust? Und ich weiß noch, wie heute, wir sitzen zu viert an diesem Tisch mit dem Chef, und er guckt erst die Chefin an, die rechte Hand, und dann wandert sein Blick, ich bin genau zwischen den beiden, an mir vorbei, ohne mich eines Blickes zu würdigen, zu dem Kollegen. Dann bleibt der Blick bei ihm stehen 5 Sekunden. Also wer Lust hat, hat er die Frage vorgestellt. Und dann geht der Blick wieder, ohne mich eines Blickes zu würdigen, wieder zu der Chefin. Und in dem Moment habe ich gespürt, also ich habe fast innerlich geheult. Mein Herz war gepocht, weil ich wusste, Leadership, dafür hast du 200 Bücher gelesen. Und jetzt auf einmal, das wird dir nicht mal zugetraut, einen Workshop von 2 Stunden zu machen. Und in dem Moment, durch diesen Schmerz nicht gesehen worden zu sein, dieses dein eigenes nicht ausleben zu können, kam noch das Universum noch dazu und dann musste ich gekündigt werden, diesmal aus finanziellen Dingen, weil das Unternehmen hatte dann Einbußen und dann hat der Chef gesagt, Maxim, es tut mir leid, sowas gab es noch nie in deinem Unternehmen, seit ich das gegründet habe und du bist als Letzte gekommen, deswegen müssen wir dir als Erstes kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und dann stand ich plötzlich da, High Potential, 5-sprachig, Ausland, Diplomkaufmann, und da bist du auf der Straße und 2-mal innerhalb der kürzesten Zeit, beide nur 3-4 Monate, die Jobs gefeuert worden, und dann stehst du da und denkst, jetzt fängt das Leben an, und auf einmal stehe ich da und muss Hartz IV anmelden, weil ich keine Einnahmen, nichts hatte. Ich hatte ja keine Kindheit, die Eltern auch nicht besonders, und dann stehst du da und da habe ich mir Bücher in Fünferpack bestellt, habe nur geheult und Bücher gelesen und das war der Start von Maxim vor 3-4 Jahren. Und durch diesen Schmerz ist dann sehr vieles entstanden, durch dieses, das kannst doch nicht schon dein Leben gewesen sein. Wahnsinn, da würde ich gerne auf 2 Sachen eingehen. Und ja, zwar, das eine ist dieses Thema Schmerz und ich beobachte das ja auch, dass die meisten Menschen, und ich tue mich da auch mit rein, also bei mir waren auch der Hauptgrund für Veränderungen eigentlich immer Schmerz. Also was du vorhin auch gesagt hast, wir spüren intuitiv, und das finde ich so spannend, ne, dass wir diese intuitive Stimme in uns haben, die das höchste Wohl für uns im Herzen trägt quasi. Mhm. Und das sagt, Laura oder Maxim, du hast vorhin so schön gesagt, ne, du lebst hier einen faulen Kompromiss. Du gehst hier nicht in deine 100%. Warum machst du das? Ja, und diese Stimme, die wir dann aber ignorieren, ja meistens tatsächlich daraus, weil wir Angst haben, dass sich diese Sicherheit verändert, die uns zum Beispiel diese Beziehung gerade gibt, die uns aber eigentlich nicht erfüllt. Oder dieser Job, der uns gerade eigentlich auch nicht erfüllt. Aber wir sagen, naja, immerhin bekomme ich dann irgendwie meine 3000 Euro im Monat. Was würdest du sagen? Also, weil das ist sowas, wo ich auch ganz viel drüber nachdenke. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich das mache, was ich mache, weil ich Menschen für dieses Thema begeistern möchte, für sich selbst sowieso, aber auch für persönliche Weiterentwicklung, für Spiritualität, für dieses in Kontakt treten mit dieser Stimme, die dir sagt, hey, du lebst hier einen faulen Kompromiss, aber nicht, weil diese Stimme dich blöd findet, sondern weil die Stimme sagt so, hey, du hast so viel in dir und du könntest gerade wirklich einfach den Traumjob machen oder in der erfülltesten Beziehung leben, aber dafür müsstest du dir halt erstmal eingestehen, dass das, was du gerade machst, nicht funktioniert. Was würdest du sagen, wie kann man auch sozusagen sich aus Freude, also sozusagen, dass man vorher, dass nicht erst dieser Schmerz kommen muss, dass nicht erst dieser komplette Breakdown kommen muss, den ja wir alle schon mal hatten. Ne? Ich glaube, wir alle hatten diesen Moment in unserem Leben, ich sage immer so dieses typische im Bad, so wo du eigentlich nur noch so an der Badwand runterrutscht und schluchzend auf dem Boden sitzt und einfach denkst, so, mein Leben ist jetzt vorbei. Und dann daraus entsteht ja meistens dann eine Veränderung, ne? Weil der Schmerz so groß ist. Genau. Aber wie kann man es schaffen, dass man vorher schon den Mut findet, sich zu verändern, ohne das, oder sagst du, es braucht den Schmerz?
Doch, geht, mit Sicherheit. Und wieder meine exzellente Frage, Laura, weil du die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtest. Also du denkst da unglaublich gut mit, sage ich nicht einfach so, sondern wirklich. Also exzellente Frage, weil die meisten diese Frage nie stellen würden. Chapeau, pass auf. Also aus meiner Sicht gibt's drei Stufen. Stufe Nummer eins, das ist die Frustration. Das heißt, du kriegst auf die Fresse, du hast vorher gefangen im Hamsterrad, sage ich, du hast dich blöd ernährt, du irgendwie entweder gesundheitlich, viele kaufen ja, ich weiß nicht, ob du es auch guckst im Supermärkten, wenn die Leute was einkaufen auf ein Band, was Menschen zum Teil da konsumieren, das ist echt crazy. Und dann schlucken sie irgendwelche Pillen und die Studien belegen, je mehr Apotheken in einer Gegend, desto früher sterben die Menschen dort, dann konsumieren sie irgendwie die Verblödungsmaschine Fernsehen die ganze Zeit, um sich vom Leben ablenken zu lassen, bis dann irgendwann derart wehtut, dass es nicht funktioniert. Und das heißt, du fliegst wortwörtlich auf die Fresse. Stufe Nummer zwei ist Inspiration. Inspiration aus meiner Sicht jetzt nicht, also in Spirit heißt ja in der Seele, im Geist. Ja. Allerdings das sage ich auch immer. Ach, echt? Ach, cool. Enthusiasmus ja auch, ne? Also Enthusiasmus ist ja auch in Gott sein quasi. Oder mit Gott verbunden sein. Stimmt. Und ich habe auch war neulich in Paris und dann stand da war so ein Alkoholladen und da stand da drauf Spirituosen oder sowas. Da habe ich auch gedacht, ach wie krass, Spirituosen. Krass, ja. Das heißt, Bewusstsein verändert sich durch Alkohol und dann bist du in der Seele mehr verbunden. Ja. Inspiration war von im Sinne von Inspiration von außen. Das heißt, wenn es dir scheiße geht und du allerdings dich mit Menschen umgibst, die bereits da sind, wo du hin möchtest, dann ist es wie ein Kuchen. Wenn du jetzt ein backst du gerne? Ja, nein? Ja, voll. Ja? Okay, gibt's einen Lieblingskuchen, den du machst? Ja, so eine Avocado-Limetten-Kokostart. Okay, ich komm vorbei. Gerne. Okay. Also du machst deine Lieblingskuchen jetzt und jetzt würden wir da alle bei dir zu Hause eine große Party schmeißen und wir essen deinen Lieblingskuchen, dann sagen wir, wow, faszinierend, das ist wahrscheinlich der leckerste Kuchen, den ich je gegessen habe. Und in dem Augenblick machen wir es zu einem Wunder, gleichzeitig hast du den ja irgendwann gebacken. Das heißt, es gibt sowas wie ein Rezept. Und das heißt, in dem Augenblick, wenn wir uns jetzt alle genüsslich vor deiner Präsenz uns da hinstellen und genau zuschauen, was du machst, wie, in welcher Reihenfolge Zutaten, wann genau, wie viele Minuten, dann könnten wir das auch nachbauen. Wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, aber 20 Mal wiederholen. Okay. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Erfolgsprinzipien. Und das heißt, wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, dann kannst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und als ich das begriffen habe, habe ich mir angefangen, aus diesem Schmerz, aus der Frustration heraus, plötzlich zweimal gefeuert, Hartz IV, weil ich noch kein Jahr gearbeitet habe, mir Bücher bei Amazon Fünferpack zu bestellen, weil eins gab's Geschenk bei Medimops. Ich weiß nicht, ob sie die Aktion noch machen. Und hab dann Medimops bin ich, glaube ich, auch Hauptkundin. Ah ja, okay. Und dann habe ich da manchmal für 12,38 € da 5 Bücher bestellt, Bestseller, und habe mir von morgens bis abends Bücher reingezogen und ich hatte ja kein Geld für Seminare damals. Und dann gemerkt, durch andere Gedanken, durch andere Überzeugungen veränderst du dein Inneres. Und irgendwann kam dann das Geld dazu, die ersten Monatsgelder habe ich alle nur für Seminare rausgehauen. Und dann in den letzten 3-4 Jahren, boah, ich will es gar nicht wissen, wie viele Seminare ich besucht habe, wahrscheinlich 300 bis 500, um die 3000 Bücher gelesen in der Zeit, mir unglaublich viel reingezogen. Und dann verändert sich das in dem Bewusstsein, weil alles, was du reinlässt in dein Unterbewusstsein, wird sich schon sehr, sehr bald, genau das zeigt sich dann im Außen. Und wenn ich nur den Müll aus dem TV reinschmeiß, wie soll dann im Außen etwas Wundervolles entstehen? Und der dritte Step, die dritte Stufe ist Inspiration von außen, eigene Glaubenssätze bewusst sprengen. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu, die mir gerade einfällt. Ich hatte damals bei Gedankentanken, das war mein dritter Job, das war der beste Festanstellungsjob, den ich hier hatte. Und dort bin ich dann nach 2-3 Jahren rausgegangen, habe den Job dann gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich möchte noch mehr mein eigenes Baby nach außen bringen und meine eigenen Themen in die Welt bringen. Und ich weiß, damals hatten wir bei Bayer, also Bayer, die Pharmaindustrie, ein Seminar gehalten, damals mit einer Kollegin von mir. Und dann fahren wir mit Auto nach Hause aus Wuppertal nach Köln. Und dann frage ich so, was verdient denn der Stefan Friedrich, das ist der Chef von Gedankentanken, so für einen Vortrag? Und dann sagt sie mir, ja, ich glaube so 5.000 bis 7.000. Und ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ich sage, Entschuldigung, ich habe gerade 5.000 bis 7.000 verstanden. Dann sagt sie, ja, 5.000 bis 7.000 netto plus Reisekosten plus Mehrwertsteuer.
Und in diesem Augenblick, ich weiß noch, ich war so fassungslos im Auto, weil ich dachte, der Kerl macht einen Vortrag von einer halben Stunde, von 1 Stunde 40 Minuten und verdient mehr, als du wahrscheinlich in 2 Monaten verdienst. Und das hat meinen Glaubenssatz bezüglich Geld sowas von gesprengt. Und das bedeutet, wenn du dich Inspiration von Menschen holst, die weiter sind als du, also wortwörtlich, Michelangelo und Da Vinci haben sich deswegen so herausgeragt, weil die sich gebettelt haben. Die mochten sich auch nicht besonders und haben sich zu Höchstleistungen angetrieben. Oder hier, Messi und Ronaldo. Ja. Genau das Gleiche in Spanien. Ja. Wenn Messi in einer Saison 50 Tore schießt, gab es ja mal vor 2, 3 Jahren, dann schießt der Ronaldo auch fast um die 50. Wenn Messi im nächsten Jahr nur 30 schießt, hat Ronaldo auch nur um die 30. Mhm. Das ist dein Ansporn. Das ist deine 5 Menschen, die dir Tag für Tag, mit denen du Zeit vergibst. Ja. Und die dritte Stufe ist die Kreation. Und das ist, wenn du dir unglaublich viel angeeignet hast, dann hast du die Möglichkeit, durch diese vielen Werkzeuge, ich nenne das Cocktailprinzip, du mischst dir deinen Cocktail selbst und erschaffst deine eigene Realität, so wie du deine wundervollen Inhalte in die Welt rausbringst und die Menschen unterstützt, Spiritualität auf moderne Art und Weise zu entdecken und wirklich nicht diesen Staub der Esoterik, der viele noch spooky gegenüber begegnen, dass du einfach sagst, hey, Freunde, das ist nicht etwas, was du tun kannst, sondern das ist die Seele, das ist das Leben. Ohne das funktioniert nichts. Ja. Und darauf aufbauend, also Frustration, Inspiration von außen holen und dann Kreation selbst erschaffen. Dieses Glücksgefühl, wenn du beim IKEA was eingekauft hast und du richtest deine Wohnung selber ein oder du kochst dein Lieblingsgericht und hast es selbst erschaffen, diese Glücksgefühle, die entstehen. Ja, oh, super, danke, da war jetzt schon wieder so viel dabei. okay. Also das eine, wo ich gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen würde, ist dieses ganze Thema erschaffen. Ja? Davor noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema Gedanken. Das ist nämlich ein Zitat, was ich vor ein paar Wochen gelesen habe und was ich so schön finde, was das irgendwie nochmal so ein bisschen zusammenfasst, glaube ich, ist: Irgendwann nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Ach, wunderschön. Und Marc Aurel. Genau. Ja. Und das ist so, ich finde, das ist so ein schönes Bild, was man sich so vorstellen kann, dass, ja, so dieser Farbkasten, mit dem du denkst, woraus deine Gedanken entstehen, das ist die Farbe irgendwann, die deine Seele annimmt. Und sich da eben dann genau zu überlegen, sozusagen, welche Farben man benutzt, ist, glaube ich, irgendwie ein schönes Bild für die eigenen Gedanken, finde ich. Und das andere ist dieses ganze Thema Erschaffen. Und wir können da ja einmal ganz kurz reingehen, weil du bist ja quasi auch Experte so für das ganze Thema, also die Köpfe der Genies und geniale Menschen, was machen die anders? Was dich ja, glaube ich, auch total inspiriert hat wahrscheinlich, ne? Dich da auseinanderzusetzen. Oh ja. Und ich glaube auch, dass es ja da draußen schon so viele unglaublich inspirierende und tolle Menschen gegeben hat, die schon so wahnsinnige Dinge erschaffen haben. Und ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung ist auch, dass ich glaube, dass wir alle Gott sind. Wir alle sind unbegrenztes Bewusstsein, ja. Und ich glaube, dass so wie Gott oder das Universum oder wie auch immer man es nennen mag, alles erschaffen hat, ist, glaube ich, von allem, was hier ist, immer die Kernaufgabe zu erschaffen und sich zum Ausdruck zu bringen und sich selbst zum Ausdruck zu bringen und das zu erschaffen, wofür man hier ist. Du hattest es vorhin auch am Anfang so schön gesagt, du hast irgendwann gemerkt, so, Maxim, das ist nicht, wofür ich hier bin. Ne? Das ist das, ich bin hier nicht auf meinem richtigen Weg. Ich bin für was anderes angetreten, hast du gesagt, glaube ich. Ne? Und magst du mal so ein bisschen dieses Thema, so die Köpfe der Genies reingehen und uns mal so vielleicht von 2, 3 Menschen erzählen, die dich so inspiriert haben, wo du sagst, von denen habe ich so viel gelernt. Und du hast ja vorhin schon Michelangelo zum Beispiel angesprochen. Also ich habe viele Inspiratoren mir im Außen gesucht, viele geistige Mentoren. Später bin ich diesen Menschen auch begegnet, wo ich dann mein Geld verdient hatte, bin auf die Seminare gefahren weltweit. Und einfach nur dieses Glücksgefühl zu haben. Ich weiß, Brian Tracy ist einer meiner Mentoren. Vor 3 Jahren, glaube ich, war das, hatte er ein Event in Stuttgart gemacht und da hatte ich gerade mal angefangen, mich zu verselbstständigen. Konto war irgendwie gerade so, dass ich jetzt ein paar Monate überleben kann. Und dann wollte ich unbedingt zu Brian Tracy, konnte mir die Karten nicht leisten. Die waren um die 2000 Euro für diesen, glaube einen Tag, 2 Tage bis zu 2000 Euro. Und dann auf einmal sehe ich dann eine Ausschreibung bei Facebook, wir suchen noch Seminarunterstützer. Und ich denke mir so, das Universum verbindet und sofort angeschrieben. Und ich kannte die Moderatorin, habe sie dann angeschrieben und meinte, könntest du mich im Spiel bringen? Ich würde alles für euch tun und bla. Und dann durfte ich da mithelfen. Und dann, Brian Tracy ist ein
Inbegriff für mich für großer Demut. Also ich sage immer, die Amis sagen humble greatness dazu, ja. diese Größe und diese Demut, ein spiritueller, gläubiger Mensch, der immer Schüler geblieben ist. Und dann bin ich ihm gefolgt, von zwei Bodyguards war der begleitet und dann laufe ich dem hinterher und sage, Mr. Tracy, und sein Bodyguard schon mitgekriegt, er noch nicht. Und dann irgendwann habe ich nochmal Mr. Tracy und dann dreht er sich um, gibt mir die Hand, oder ich sage, may I just shake your hand, you are just amazing person. Ich bin dir so dankbar, weil ich seine Bücher gebraucht damals gekauft hatte und hab schüttel ihm die Hand und er hat mir nur in die Augen geschaut und er hat mich diese 3, 4, 5 Sekunden einfach spüren lassen und er war fertig, der hatte Hunger, wahrscheinlich Mittagspause, der hatte Schuhe getragen, der Mann ist jetzt über 75, die wirklich nicht mehr zum Anzug gepasst haben, sondern es waren Medizinschuhe. Allerdings diese Präsenz, diese Klarheit, diese Inspiratoren im Außen zu suchen und daraus zu erschaffen. Und ich habe mir viele angeschaut, die heute leben, von denen persönlich zu lernen und natürlich auch die, die nicht mehr unter uns weilen. Und mein persönliches Vorbild, meine Community kennt das und deswegen auch die Seite, die Köpfe der Genies, klar, geniale Persönlichkeiten. Ich bewundere einen Einstein genauso wie einen Tesla, der für mich ein Hellseher fast schon ist, aber genauso einen Michelangelo und mein größtes Baby, das ist der Leonardo da Vinci, das mysteriöse, unerkannte Genie, der derart herausragend war in seinem Erschaffensprozess, dass er sich permanent nie begnügt hat mit dem, was ist, mit dem Status quo, sondern immer wieder hinterfragt hat. Und das ist überliefert, dass auf seinem Sterbebett angeblich seine letzten Worte waren, ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Und jetzt denkst du so, wenn deins der größten, also Menschen unserer Zeit, die ganzen Professoren, Nobelpreisträger haben sich zusammengetroffen, haben eine Liste gemacht, wer ist das größte Genie aller Zeiten, und Da Vinci hat da herausgeragt als Platz 1 vor allen, die jemals gelebt haben. Und da denke ich mir, wenn dieser Mensch nie zufrieden war mit dem, was er erreicht hat, weil er es immer wieder hinterfragt hat und das aus der göttlichen Perspektive, aus seinem Potenzial heraus, was möglich wäre und was er tatsächlich gelebt hat, so hungrig geblieben ist, wie ein Brian Tracy, der jetzt über 75 ist und anfängt Chinesisch zu lernen, weil er einfach sagt so, mir geht es darum, in ein fremdes Land zu gehen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, obwohl er das Geld nicht mehr ausgeben wird. Also Brian Tracy, für die, die ihn nicht kennen, ist der Mensch, der die meisten Weiterbildungsbücher weltweit verkauft hat, zu allen Themen da draußen. So ähnlich das Pendant zu Vera Birkenbiel, die ebenfalls in allen Themen geschwommen ist und auch hochspirituelle Frau war, was die meisten nicht wissen. Ich glaube, du kannst auch gar nicht nicht spirituell sein, wenn du einmal angefangen hast, dich mit diesen Themen. Also ich meine, erstens sind wir ja alle spirituell, nur haben die einen den Zugang, die anderen nicht. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dich einmal damit auseinandergesetzt hast, wie alles miteinander wirkt und warum wir hier sind, ja, ich glaube, in dem Moment kannst du gar nicht mehr anders, als wirklich da reinzugehen und dich noch mehr damit zu befassen. Und ist bei dir ja auch so. Also irgendwann, das ist ja dieses faszinierende Thema bei Spiritualität, auch in dem Moment, du hast vorhin schon gesagt, wo du in diese Demut gehst, wo du in diese Humbleness, in die Dankbarkeit, in die Liebe, in das Vertrauen, ins Geben, in all das reingehst, was ja Spiritualität ausmacht, ja, in dieses, es ist alles miteinander verbunden, es ist genug da, es ist sogar mehr als genug da. In dem Moment fängt ja alles an zu fließen, ja, in dem Moment, was du vorhin gesagt hast, in dem Moment öffnet sich eine Tür nach dem anderen und das Universum, ne, macht die Türen auf und das ist so, ja, also deswegen glaube ich, dass das, was du ja vorhin im Vorgespräch oder vorhin auch schon mal kurz gesagt hast, so dieses, alle Menschen, all diese Köpfe der Genies, sind alles hochspirituelle Menschen gewesen, ja, weil sie einfach das gesehen haben, weil sie das verstanden haben, dass unser Ego, ja, uns da einfach nur im Weg steht. Und dieses, ich bin hier alleine. Nee, bist du halt nicht. Ja, und dass man diese Energie einfach nutzen kann, die uns zur Verfügung steht oder die wir, von der wir ein Teil sind. So war. Absolut. Du sagst es. Ja. Spannend. Wahnsinn. Und bei dem Leonardo da Vinci, wenn du jetzt sagst, ich finde, das ist so ein spannendes Beispiel, weil so aus meiner Sicht denke ich mir fast, ist ja aber auch schade. Oder würdest du sagen, dass er sein Potenzial dann selbst nie erkannt hat? Oder würdest du sagen, er hat es erkannt, aber er war traurig darüber, dass er es quasi nie so ausgelebt hat, wie er konnte, weil er erkannt hat, dass er quasi Teil von diesem Göttlichen ist?
Ich vermute das. Wir können jetzt natürlich rätseln, aufgrund dessen, weil er wortwörtlich am Kanal gesessen hat und irgendwann, je mehr du, der Kanal öffnet sich natürlich auch erst dann, der Schaffenskanal, also der Gedanke, dass manche denken, boah, wie kann man so eine faszinierende, schöne Musik oder Bilder malen, ein Mensch hat das erschaffen, Blödsinn. Die spirituelle Quelle, wenn du sie anzapft, das Göttliche, dieses Geniale, das fließt ja durch den Kanal, die Eingebung in die besten Ideen, die du jemals hattest. Und ich glaube, eine wichtige Vorbedingung dafür ist zu dienen. Und ich glaube, aufgrund dessen, weil alle Großen das erkannt haben und nicht das eigene Ego bereichern, sondern wie kann ich noch mehr Nutzen schaffen, verdienen kommt vom Dienen, den Menschen noch mehr geben, hat sich der Kanal umso mehr geöffnet. Und zum Beispiel, wenn ich auf Seminare gehe, jedes Mal vorher, ich verlasse vorher den Raum, bin da auch nicht ansprechbar, schließe mich irgendwo ein. Und dann wortwörtlich, ich gehe dieses Gefühl von vorheriger Dankbarkeit und benutze immer wieder diese Worte, lass mich heute wieder dienen. Ja. Und manchmal erwische ich mich in den Seminaren auch, das war jetzt letztens in Frankfurt, das war wirklich magisch, ich hatte Gänsehaut bekommen, weil plötzlich merke ich, ich erzähle etwas und auf einmal merke ich, dass ich mir selber beim Fließen selber zuschaue und dann habe ich kurz Cut gemacht und sage, Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe das Gefühl so, wer ist da oder was ist das, was gerade durch mich spricht, weil das war voll faszinierend und ich habe auch die Augen gesehen, das war pure Energieübertragung durch Worte, durch das, was durch einen strömt und ich glaube, alle großen, Michael Jackson unserer Zeit zum Beispiel, der Künstler wurde mal gefragt, wie machst du diese Musik und dann sagt er, it's all from above, ich habe nicht einen Song geschrieben, es ist mir fast peinlich, aber es fließt durch mich und das Wichtigste, was du richtig gesagt hast, ich nenne den Winchester, das ist der Hamster, die 60.000 Gedanken am Tag und zwei Drittel sind negativ, den bewusst zur Ruhe zu bringen, wie ein Glas Wasser, was du, wenn du mit einem Glas, in einem durchsichtigen Glas, in einen Fluss gehst und dann nimmst du einfach mal in einem Strudelfluss so mit Sandkörnern ein bisschen von dem Fluss etwas, kippst du in das Glas ein und dann versuchst du durchs Glas zu schauen und du siehst gar nichts. In dem Augenblick, wenn das allerdings 2, 3, 4, 5, 10 Minuten stehen lässt, dann setzen sich die Sandkörnchen ab und das Wasser wird durchsichtig. Und so ähnlich ist es auch mit dem Geist. Wenn die Gedanken die ganze Zeit nur am Rattern sind, dann kreierst du nur das, was du bereits vorher erschaffen hast. Und wenn du den Geist zur Ruhe bringst, dann hast du die Möglichkeit, wortwörtlich die Intuition, das Göttliche durch dich fließen zu lassen. Es gibt da so einen schönen Satz, im Gebet sprechen wir zum Gott, zum Schöpfer, zum Universum. Und in der Meditation, in der Stille, spricht das Universum zu dir. Ja. Genau das. Ja, das liebe ich auch. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ja, krass. Zuhören, das ist der letzte Key. Ja. Und aber auch was, also ich glaube, auch dieses sich zur Verfügung stellen, ne? Oder halt, was du sagst, dienen, so das wirklich immer mehr zu lernen, dieses eigene Ego einfach zur Seite zu packen und zu sagen, ja, ist ja schön, ja, dass du das jetzt gerade möchtest, aber wir haben hier einen vollkommen anderen Auftrag. Und ja, Wahnsinn, wunderschön. Was ist so, wo sieht sich Maxim in 5 Jahren von heute? Was ist deine Vision? Was ist das, was ist der Sinn, den du dem Leben gibst? Ich habe mich mit meinen Werten auseinandergesetzt und ich habe festgestellt, das sind 3 Dinge vor allem. Also ich habe alles durch, alle Tests, alle Dinge mir angeschaut und bei mir Wert Nummer 1 ist Freiheit. Das heißt komplett freigestalten, wann, mit wem, warum, wieso, welche Menschen kommen, was tue ich nicht. Also komplett selbst gestalten, keine Fremdbestimmung von außen. Wert Nummer 2 ist bei mir konstant, immer lernen. Also ich spüre, wenn ich nichts Neues dazu lerne. Also ich mag es nicht, ein Seminar so genauso zu machen wie das vorherige. Das ist selbst wenn jemand, zum Beispiel bei mir war jemand beim Erfolgsmaster und da kommt er 2 Monate später, sagt Maxim, du hast die Hälfte umgestellt, weil ich es nicht mag, mich selbst zu langweilen und ich muss neue Dinge immer einbauen. Das ist bei mir genauso. Du kennst es. Kennst es. Ich werde auch nervös, wenn ich irgendwie einen Tag nichts gelesen habe oder nichts gelernt. Also dann werde ich wirklich unerträglich. Das ist ganz schlimm. Ja. Und deswegen die Menschen, die gerade hier zuhören, dabei sind, dass sie die Möglichkeit haben, an ihrer Denk- und Herangehensweise ans Leben noch zu wachsen, dank deiner wertvollen Arbeit. Wundervoll. Und das Dritte, was ich mir wünsche für die nächsten 5 Jahre ist, und das ist mein dritter Antrieb, also Freiheit, wachsen und vor allem erschaffen. Ich merke, nichts bringt so sehr dieses Glücksgefühl, als neue Inhalte zu erschaffen, die vorher nicht da waren, zusammenzupuzzeln, neu zu kombinieren. Manchmal
sitze einfach da, lese ein Buch und auf einmal öffnet sich wortwörtlich der Kanal und dann kommen Ideen, ich weiß auch nicht woher, und dann schreibe ich da eine 40 Minuten am Stück und denke mir, meine Fresse. Ja. Ey, das ist, ich habe selbst da Gänsehaut, weil ich weiß, wenn du das erzählst von Menschen, die werden die Wahrheit auch spüren, ja. die Wahrheit auch erkennen und dann dem zu vertrauen. Und ich habe ehrlich gesagt keine großen Visionen. Ich glaube, auch die meisten Dinge geschehen. Also die Seele wählt aus meiner heutigen Sicht die meisten Dinge schon voraus. Und wir dürfen die dann, also gefühlt 70% dessen, welchen Partner wirst du begegnen, welche Jobs wirst du tun, was wirst du daraus lernen, welche Dinge wirst du neu ansetzen, das aus meiner heutigen Perspektive. Und ich habe mir wirklich viel reingezogen, sind Grundpfeile des Lebens, die stehen schon fest. Und je weniger wir in die Wertung gehen, sondern in die Akzeptanz dessen, was ist, umso befreiter sind wir. Und je weniger wir verurteilen, desto mehr öffnet sich wieder dieser göttliche Kanal und der Einklang mit dem Universum in Harmonie zu leben. Und deswegen plane ich gar nicht so bewusst, sondern ich weiß, wenn ich heute mich aufs Dienen fokussiere, dann weiß ich, dass das Universum sich kümmern wird. Das geht einfach von alleine. Ja. Wunderschön. Ach, ich glaube, ich hatte die Hälfte unseres Interviews Gänsehaut. Das ist immer so, wenn man so, ja, aber kennst du das? Wenn man so das Gefühl hat, das ist einfach, es ist so wahr, dann reagiert immer mein ganzer Körper. Es ist total crazy. Wow. Ich habe im Podcast immer noch so Abschlussfragen. Das sind so meine Fragen, die ich jedem stelle. Mhm. Und die erste Frage ist, gibt es ein Buch, ich weiß, du hast ja schon gesagt, du hast über 3000 Bücher gelesen, aber gibt es ein oder zwei Bücher, wo du sagst, das würde ich einfach den Menschen empfehlen, so, das hat so viel bei mir verändert? Wahrscheinlich eins der Bücher, die ich am allerhäufigsten da geschrien habe in der Wohnung, die zu meinem damaligen Bewusstseinszustand nicht gepasst hatte, was mich allerdings wirklich, also ich habe da, manchmal habe ich gesagt, das hat der Satan persönlich geschrieben, ja. Weil ich das ich war sehr christlich erzogen worden, sehr religiös erzogen worden. Also ich glaube heute nach wie vor an dass Jesus gelebt hat, eine weise Seele war, dass der Buddha ein himmlischer Meister war, der auf der Erde die Menschen vorbracht haben. Und das Buch war, was mich am meisten damals, wo ich Seiten zum Teil rausgerissen hat, weil ich es nicht mit meinem Bewusstsein akzeptieren konnte. Das war eine Gespräche mit Gott. Ja, mein absolutes Lieblingsbuch. Ja. Ging es dir ähnlich, ja? Ja, vor allen Dingen das Witzige bei dem Buch war, ich hatte schon ein paar Mal im Podcast erzählt, also die, die den Podcast kennen, die denken sich, oh Laura, die Geschichte kenne ich. Aber das war bei mir wirklich, ich habe dieses Buch vor, ich glaube, das war 6 Jahren oder so, ist mir das erste Mal, Bücher laufen einem ja auch über den Weg, ne? Also die sind ja dann plötzlich da und du siehst dieses Buch und da ist dann die Stimme, die sagt, das solltest du lesen, und dann geht aber, was du so schön gesagt hast, diese Verurteilung an, so Gespräche mit Gott, und ich hatte damals ein Riesenthema mit Gott, also mit diesem Wort Gott und mit dieser Religiosität und diesen Dogmen, und irgendwie, ich konnte damit gar nichts anfangen. Und Gott war für mich immer direkt mit Religiosität verbunden, aber nicht als so eine Art spiritueller, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann habe ich bestimmt 3 Jahre gebraucht, bis ich dieses Buch gelesen habe, weil es wirklich immer wieder, ne, man ist irgendwie bei Freunden, da steht es im Regal, du bist im Buchladen, dein Blick fällt drauf, keine Ahnung, aber immer wieder begegnet dir dieses Buch, und immer wieder war mein Ego so, oh, dieser Titel und Gott und was soll ich denn damit machen, und ne, brauche ich nicht, ne, immer so dieses brauche ich nicht, ich weiß es besser. Und irgendwann kam dann dieser Moment, wo ich das mal in die Hand genommen habe. Und dann dieser Moment, wo ich das aufgeschlagen habe, und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich die eine Seite aufgeschlagen mit der Frage, dass wann immer du Angst hast oder wann immer du merkst, du bist irgendwie nicht in deinem Einklang, dir die Frage zu stellen, was würde die Liebe jetzt tun? Und in dem Moment war ich so, okay, ich muss dieses Buch lesen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, und das hat, also bis heute ist es tatsächlich auch, das ist das Buch, was ich auch immer empfehle. Wow. Aber ich kann es nachfühlen, dass das auch ein Buch ist, was einen fordert, weil es so das Denken, was wir bis jetzt von Gott hatten, eben gerade dieses Dogmatische, ne? Und auch mit Hölle und bla und diesem ganzen Müll, der irgendwie da von den Religionen, also Entschuldigung, also für alle die, ne? Aber für mich ist es einfach schwierig nachzuvollziehen, mit Angst zu arbeiten, was Religion ja häufig auch macht oder dafür instrumentalisiert wird. Und das löst das Buch halt meiner Meinung nach komplett und wunderschön auf.
Stimmt, ja. Stimmt. Vielleicht ein zweites Buch, was nicht ganz so bekannt ist, was mich auch sehr inspiriert hat. Das ist Spiritualität trifft, also ärztliche Weisheit trifft auf Quantenphysik, und das heißt Quarks, Quanten und Satori. Ich glaube, Peter Russell, also ich glaube auf jeden Fall Russell hieß der, ich glaube Peter. Es ist ein relativ dünnes Buch, allerdings, ich glaube, es ist relativ vergriffen bei Amazon. Ich hatte es auch über meine Facebook-Seite Die Köpfe der Genies mal empfohlen. Und dann habe ich gesehen, zwei Tage später irgendwie, dann das war nicht mehr zu kaufen. Und die wundern sich wahrscheinlich immer noch so, woher das kam. Die waren auf Platz 896 und auf einmal waren sie irgendwie überall in Top 10 und es gab nicht mehr zu kaufen. Ich fand es so witzig. Quarks, Quanten und Satori, Peter Russell, faszinierend. Also wirklich Menschen, die sagen, gibt's da wirklich, oder quatschen die Laura und Maxim gerade über irgendwelche Dinge, die es nicht existiert. Ja. Wissenschaftlich leicht verständlich für einen Sechsjährigen erklärt, wo du merkst, es gibt laut der Physik heute Dinge, die kannst du dir rational nicht erklären, und das Göttliche geben muss, das Spirituelle. Super. Und gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, nachdem du lebst, oder etwas, was dich inspiriert? So, das, manchmal hat man ja so einen so einen Satz, der einen immer wieder auffängt. Oh Gott, ich habe so viele Dinge, alleine schon über Social Media. Ich habe die ja gegründet, nur um mein eigenes Unterbewusstsein auch mit guten Inhalten zu füttern. Also nicht nur zu konsumieren, sondern auch in die Welt die Dinge zu verbreiten. Und weil ich die Posts gebastelt hatte ich ja auch mein Unterbewusstsein mit besprüht. Und eins, was mir jetzt vielleicht einfällt, ist von Rabindranath Tagore, der gesagt hat, du wirst den Sinn des Lebens erst dann verstanden haben, wenn du Bäume oder wenn du Samen in die Erde setzt, mit dem Bewusstsein, in dem Wissen, dass du niemals unter deren Schatten sitzen wirst und diesen genießen wirst, dann hast du den Sinn des Lebens verstanden. Wunderschön. Und die letzte Frage ist, stell dir vor, du hast ein wunderschönes Leben, wunderschön, so wie du es dir vorstellst, du konntest deine Werte leben, du hast Unglaubliches erschaffen und du bist 120, 130 Jahre alt geworden, dir geht's unglaublich gut. Allerdings gab es ein kleines Problem und zwar wurde alles von dir gelöscht. Also deine Facebook-Seite gibt's nichts mehr, deine Bücher, deine Seminare, deine Videos, es gibt nichts mehr von dir, gar nichts. Und ich gebe dir jetzt ein weißes Blatt Papier und einen Stift und darauf kannst du drei Dinge schreiben, von denen du wollen würdest, dass sie die Welt in Erinnerung hält. Wenn das die einzigen drei Weisheiten wären, die du hinterlassen könntest, was würdest du auf dieses Blatt schreiben? Punkt Nummer eins, Ego gegen Seele. Das heißt Ego-Trennung, Verstand, Seele, Weite, Verbindung, Universum, schöpferische, kreative Energie. Das heißt Punkt Nummer eins ist, wisse, dass die beiden permanent am Kämpfen sind. Die Seele ist sehr sanft. Die Intuition, die innere Stimme, die ist so leise. Und dass die ratternden Gedanken, die 60.000, sind so laut. Und vertraue noch mehr darauf, wenn du diese Eingebungen bekommst, diesen zu folgen und nicht zu hinterfragen, weil der Winchester, der Hamster, der zerhaut sie dir immer wieder, die Seele. Also Ego gegen Seele, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, fang an zu lernen. Kaum eine Sache hat in meinem Leben so sehr dazu beigetragen, dass ich wirklich in die Veränderung gekommen bin, wie durch den Kontakt mit Menschen, die außergewöhnliches Leben führen, die glücklich sind, die Dinge leben, die meisten da draußen nicht leben. Hol dir diese Inspiration von außen, geh zu Seminaren. Also wenn jetzt ein Anfänger dabei ist, mindestens 4, 5, 6 Mal im Jahr ein Seminar, alle 2 Monate, liest mindestens 20, 30 Bücher, höre wundervolle Podcasts von Laura Seiler, die Weisheit und die Wahrheit in die Welt spreadet, wie die Amis sagen, teilt. Und Punkt Nummer 3 ist, vielleicht so eine Kombi zwischen finde dich selbst, deine eigene Passion, und in dem Augenblick, glaube ich, wenn du dein Samenkörnchen gefunden hast, der Pablo Picasso hat es mal so schön gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden, der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. Oder Mark Twain, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum. Und in dem Augenblick, wenn du eine Ahnung hast, was deine durch diesen ersten Step Intuition, diese Eingebung, wenn du weißt, was dich ausmacht, dann tu es und fang an zu dienen. In dem Augenblick, wenn du deinem Element folgst, deiner Seele folgst,
und du den dienenden Gedanken, nicht dem Ego-Gedanken, sondern Passion plus Dienen, das ist der dritte Punkt, dann öffnen sich Türen und dann ergeben sich Wege, wie es in meinem Leben, ich bin so unfassbar dankbar, manchmal morgens aufwache und dann sehe ich, was da alles erschaffen worden ist in den letzten 3 Jahren, einfach nur, weil ich nicht geschaut habe, was kann ich verdienen, sondern wirklich, wie kann ich noch mehr Nutzen stiften und Menschen unterstützen, weil ich selbst den Weg gegangen bin. Und das ist, Leben ist wortwörtlich ein Geschenk, wenn du es als solches annehmen magst. Wunderschön. Darf ich an deine Community möglicherweise ein kleines Geschenk machen? Ja, natürlich, unbedingt. Okay. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ah, okay. Wo und wie kann man dich finden? Okay, also falls mancher dazugehört hat und sagt, okay, so ganz doof ist dieser Maxim nicht, mal gucken, was der kann, gibt es eine Möglichkeit, ganz unverbindlich, unter maximmankiewicz.com/geschenk sich einen 4-teiligen Videokurs, der hat einen Wert von 97 €, zu holen. Und da sind die 4 Lebensbereiche: Gesundheit, Beruf, Berufung plus Charisma, Kommunikation ist dort dabei. Und wir tauschen uns zum Thema Spiritualität, Thema Glück aus. Und da sind 4 Mails, die derjenige kriegt. Und danach gibt es auch, nachdem die 4 Mails durch sind, ich biete auch da nichts an, sondern da kriegt man einmal die Woche 3 Erfolgstipps von mir zu allen verschiedenen Themen, die ich mir im Laufe des Lebens angeeignet habe. Also da gibt es auch keinen Spam oder ähnliches, weil ich diese Mails selbst nicht mag, sondern ausschließlich Content für konsumieren. Das war's. Schön, dankeschön. Und ja, ich möchte mich an der Stelle von Herzen bei dir bedanken und dich gerne einfach dafür anerkennen. Deine Geschichte hat mich wahnsinnig berührt und es hat mich auch unglaublich berührt. Ja, einfach dein ganzes Sein gerade. Ich finde es so schön und ich finde es so inspirierend. Und ich bin dir einfach so dankbar, dass du deinen Weg gehst und dass du den auch so mutig gehst und dass du da eben auch als Mann gerade, glaube ich, auch echt so ein Vorreiter bist, da so drüber zu sprechen und dich auch so, ich fand es so schön, weil ich finde, du hast dich so weich gezeigt und so verletzlich, aber trotzdem so stark. So, und ich glaube, das ist was mich sehr beeindruckt hat. Und danke von Herzen für dein Sein, danke ja für alles, was du machst, für alles, was du erschaffst. Und ich bin mir sicher, dass wir von dir noch viel lernen können und viel hören werden. Und ja, dankeschön. Vielen Dank, liebe Laura. Du hast eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe es schon auf der Bank dort gespürt, ohne dass wir wussten, wir sind im Außen in diesem Leben. Und du bestätigst es durch deine klugen Fragen, durch deine Tag für Tag wertvolle Arbeit für die Menschen. Ich habe es gespürt, ich habe es dir dann auch später geschrieben auf der Parkbank, dass du wirklich dich gefunden hast und diese Weisheit, diese Wärme, dieses dein Riesenherz in die Welt zu verbreiten und den Menschen zu dienen und wertvolle Impulse zu teilen. Danke für dich, danke an alle Zuhörer. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Danke, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat und dass du jetzt auch voller positiver Energie bist, voller Liebe, voller Begeisterung, voller Verbindung. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewertest unter Rezension, wenn du ihn teilst mit all den Menschen, wo du denkst, mit denen möchte ich gerne diese Inspiration teilen und die Liebe teilen. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du es auf Facebook, auf Instagram mit deinen Omas, Opas, Tanten, Onkels, Cousins, Cousins, Freundinnen, egal wem, wenn du den Podcast teilst und wir das gemeinsam hier in die Welt bringen. Und wenn du möchtest, dann melde dich an für den Spiritual Sunday, wo es jeden Sonntag kostenlos eine wunderschöne Meditation gibt. Und am Ende kriegst du immer noch mal eine E-Mail mit der Intention für die Woche und mit einem schönen Zitat. Und du hast die wundervolle Community, also melde dich da super gerne einfach kostenlos an für den Spiritual Sunday. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Instagram miteinander connecten und auf Facebook miteinander connecten. Du findest mich da unter @lauraseilercoaching beziehungsweise auf Instagram unter @lauramarlinaseiler. Und ich schicke dir einfach eine riesengroße Umarmung, ganz viel Liebe, ganz viel Licht zu dir. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und wie immer, danke für deinen Support. Danke, dass du diesen Podcast so unterstützt. Und ja, wir erschaffen hier, glaube ich, gerade einfach was Wunderschönes. Und danke von Herzen dafür. Rock on und Namaste, deine Laura.